Was ist los? Ich will wieder analoge Buttons haben. Wie analoge Buttons? Ja, wie bei einem BlackBerry. Auf keinen Fall. Das ist das Beste. Das ist voll, voll schön. Ich habe neues Mal wieder ein BlackBerry angefasst. Wie das sich anfühlt, so analoge Buttons zu haben. Also ein Smartphone als BlackBerry. Wahnsinn. Finde ich persönlich total gut. Nee. will ich so. nicht. Irgendwie so das. Touch fertig. Ja, aber stehst dann ja halt auch mit dem Smartphone dann meistens da wie so ein Rentner und nimmst dann einen großen Zeigefinger und äh, drückst da halt da drauf rum. Und, äh, ja, aber ich mag das Gefühl nicht. Nee, nee. wirklich nicht? Nee. Ich mag total gerne nee. das Gefühl, wenn man so leicht auf einen Knopf drückt und dann knibbelt das so, das knibbelt so schön. Nee, ich brauche halt auch eine Tastatur, die ganz, die ganz flache Tasten hat, weißt mhm. du, wo alles ganz flach ist und wo ich kaum merke, dass ich, dass ich schreibe und was mache. Also, ein guter Freund von mir, der sehr, sehr lange auf BlackBerry geschworen hat, der auch aus der Musikbranche gekommen ist und eigentlich jeden Tag auch viele E-Mails über das BlackBerry bearbeitet hat, hat gesagt, er muss gar nicht mehr hingucken. Dadurch, dass er diese Haptik mhm. von diesem BlackBerry hat, muss er überhaupt gar nicht mehr hingucken, kann halt irgendwie jemand anderen angucken und mhm. kann so wie auf der Tastatur halt schreiben. Okay. Plus halt mit einem BlackBerry. Das könnte ich zum Beispiel jetzt mit einem normalen Smartphone irgendwie nicht. Weil sich jeder Knopf auch ja, weil jeder stimmt. Knopf auch eine andere Wölbung hat. Verstehe. Und ähm, deshalb konnte er mit einem Blackberry fast so schnell schreiben wie mit einer normalen Tastatur. Ein Wahnsinn. So. War mal voll in, Blackberries zu haben. Zeit ist Die Zeit ist, vo die Zeit ich ist nie, vorbei. Nie eins gehabt. Die, Zeit ich ist, nie die Zeit, gehabt. die Zeit ist vorbei. Wahnsinn. Meine Damen und Herren, wir haben heute wieder Ach, Wir sind Don schon on! Ja, wir sind schon on. Es ist Donnerstag, es ist äh, Folge 160, es ist äh, der große 13.4. Und vor mir sitzt äh, Stormy Daniels. <laughs> Stormy Daniels, das ist ja geil, hallo ihr Lieben. Stormy <laughs> Daniels, der Porto-Star der, der, der Astra-Stube. Vielleicht haben wir bis dahin auch schon ein Ergebnis, was mit Donald Trump passiert ist, aber angeklagt worden ist. Was war nicht. denn da überhaupt los? Ich habe es gar nicht mehr gekriegt. Ach, ist nee. der verhaftet worden jetzt Nein, eigentlich? Nein, der, der hat eine Anklage bekommen. Aber sie konnten ihn jetzt nicht wegen... Äh, Wahlbetrug oder Dummheit, wegen, Rassismus, wegen, wegen Dummheit, Rassismus, Sexismus, Sexismus oder wegen den, dem Sturm auf das Parlament kriegen sie nicht dran, Schade. sondern deshalb ist Normie Daniels wegen einer ähm, wegen einem Schweigegeld was an Stormy Daniels bezahlt worden mhm. ist. Und Stormy Daniels ist eine Pornodarstellerin, mhm. was auch immer die auf dem Hotel getrieben haben. Vielleicht hat sie ihm halt auch Karten gelegt, wer weiß es schon. Äh, es wurde auf jeden Fall ein Schweigegeld ausgezahlt, was dann aber wieder zurücküberwiesen worden ist. Also Donald Trump hat zugegeben, dass es ein Schweigegeld gegeben hat, ja. hat aber nicht gesagt, wofür es ist, weil mhm. ähm, zwischenmenschlicher Verkehr. Wurde nicht betrieben, mhm. aber dieses Schweigegeld wurde dann wieder zurücküberwiesen und ich glaube, dadurch wollen sie ihn halt rankriegen. So ähnlich wie bei Al Capone. El Capone. Mit den Steuern. Mit den Steuern. Das sind so, die kleinen Sachen. sind die kleinen Sachen, die große Männer oder Frauen zu Fall bringen. Richtig. Und äh, da geht es jetzt auch gerade darum, dass äh, Donald Trump auch wieder das total genießt, in den Medien zu sein. Ja, klar, weil, äh, äh, war ja nichts die letzte Zeit. War ja nichts, ist ja nichts los gewesen. Twitter ist jetzt auch nicht mehr komplett in seiner Hand. Nee, das hat Elon Musk halt äh, verkackt. Muss sich muss den blauen Haken, glaube ich, aber April ist es soweit, dass man bei Twitter den blauen Haken dann für 8 für, für Euro oder 8 Dollar, ich weiß es, es gar nicht. Es ist der Wahnsinn, oder? Äh, Und das, kann. Und das muss jeder machen, ne? Und das äh, muss jede Person machen. Plus, ähm, wenn es darum geht, äh, dass es große Redaktionshäuser sind, mm -hmm. und Zeitung Firmen, bezahlen, Zeitung, ja. die bezahlen, glaube ich, tausend Dollar. Ey, normalerweise müsste jeder Mensch mit ein bisschen, mit ein bisschen Gehirn, äh, Gehirn. Gehirn, müsste sagen, weißt du was, Mask, fick dich mal hart, Alter, wir gehen alle weg. Das kann doch nicht sein. Ja, aber das machen sie ja schon. Ich glaube, das ist einfach, wir haben jetzt einfach so einen Prozess, das hat ja auch bei MySpace ja auch länger gedauert als, äh, als zwei, drei Jahre. Ich meine, erst war das bei MySpace, glaube ich, in der Hand von Universal. Und dann. Ich dachte, Tom hat das gemacht. Ja, erst war es, <laughs> erst war das das große. es Tom, dann war es Universal. Erst, erst war das das große Ding von Tom, Tom, Tom in seiner, in seiner, in seiner MySpace-Garage. Ja. Und dann wurde das äh, für einen noch relativ geringen Betrag, wenn man den heute hört, also noch für Millionenbeträge, mhm. wurde es verkauft. Und ich will jetzt nicht gefälliges wissen, aber an eine große, ähm, an einen großen, ein großes Label. Ich glaube, mhm. das war Universal. Und von Universal ging das, glaube ich, dann in die Hände von Justin Timberlake. Ach, ist es so? Justin Timberlake? Also, Justin Timberlake hatte auch irgendwann ähm, seine, seine Griffe dazwischen und dann war MySpace gar nicht mehr so aufgebaut wie ein äh, soziales Netzwerk, mhm. sondern eher wie ein, wie ein Blog, mhm. ähm, weil damals auch die Zeit kam, ähm, die ersten iPads waren draußen und ähm, MySpace hat dann versucht, auf, diese, auf dieses Swish-Ding ja, rüberzugehen, ja. dass man halt, ähm, dass es halt <laughs> total geil funktioniert äh, mit iPads äh, und super Weiß ich nicht, extrovertiert und jetzt besitzt, keine Ahnung, vielleicht irgendeine Rentnerin aus, aus, aus Nevada die, die größten Anteile und, und freut sich, dass da halt irgendwie noch fünf Metal-Bands sind, die da Aber, noch hat, Justin Fan Aber hat, hat Justin Timberlake damals auch. Äh äh, Napster gegründet oder war das nur in dem Film The Social Network? Das ist, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Hatte Justin Timberlake Stress mit Lars Ulrich von Metallica wegen Napster? Nee, ich glaube, das war nur bei The Social Network, okay. dass er auf jeden Fall <laughs> der Dude-Dude von Napster gewesen ist. Und das ist jetzt vollkommen klar. Also ich finde, ich finde. Das ist auch, also ob man Social Network kennt oder nicht, das ist äh, für euch HörerInnen da draußen, das ist ein Film von, äh, von 2011 oder 2012. Von David Fincher. Von David Fincher, der eigentlich bekannt ist dadurch, dass er den schlechtesten Alien gemacht hat, Alien 3, aber halt auch dann ich auch... Ich mag den Alien 3. Hatte, Aus Nostalgiegründen. Genau. Und äh, auf der anderen Seite hat er aber auch so Meisterwerke gemacht wie äh, Sieben Fight und... Club. Fight Club. Und auch ähm, diesen Führungsfilm mit Ben Affleck. Wo, äh, ah, äh, Gun Baby. Äh, gone Baby Gone. Gone Baby Gone. Gone ja, Baby Gone. Mega. Groß, nee, hat, hieß, nee, gone Baby Gone hieß der nicht. Nee, 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 nee. Gone Baby Gone ist ein anderer Film. Das ist mit seinem Bruder, Chase hier, Affleck. Meinst du? Bin ich mir sehr sicher. Gone Baby hieß der. der. Gone Baby. Der hieß nur Gone Baby. Ja, und der hat auf jeden Fall eine sehr <laughs> düstere Art, Sachen zu inszenieren und sehr spannende Art. Mhm. Und sie haben sozusagen die Facebook-Geschichte einmal äh, aufgerollt und mal gezeigt, äh, wie das Ganze. Wie das Ganze, naja... Gewesen sein könnte. Man gewesen weiß es sein ja nicht. Aber ich könnte. finde, es ist ein großartiger Film. Ich mag den äh, sehr, sehr gerne. Übrigens mit einem fantastischen Soundtrack, damals ja. geschrieben von äh, Trent Reznor. Von Nine Inch Nails. Wer sie nicht kennt, anhören. Auch eine großartige Band. Die, wer, war, wer war dein Liebling bei äh, The Social Network? Ähm, äh, die Frau, die zehn Punkte kassiert hat. Nee, ich, nein, ich, ich weiß es nicht. Keine, ich, die ich, beiden, die beiden Winkelboss, äh, Winkel, Winkelboss-Brüder, äh, die fand ich mega. Ich fand die ultra lustig. Ich weiß ja nicht, ob die im Realleben auch so lustig waren. Doch. Aber Ach so, ich, du meinst äh, die die Leute, die die zwei, äh, also die zwei Zwillinge, das Zwillingspärchen, genau, was genau. eigentlich die Idee hatte genau. zu diesem zu Facebook, zu Facebook in einer anderen Art und Weise. So, was mir halt aufgefallen ist, aber trotzdem, es wurde sehr wenig MySpace erwähnt. Also eigentlich gar nicht. Ne? Eigentlich gar nicht. Sie ja. haben es irgendwie rausgenommen, weil ähm, zu der Zeit war ja MySpace ja schon, schon eine soziale Plattform, die ja, ja schon, schon riesig gewesen ist. Ja, stimmt, das wurde gar nicht gesagt. Aber die beiden fand ich am besten, weil die echt witzig waren. Also ich fand die richtig, richtig witzig. Oh. Total. Und in diesem Film spielt auch Justin Timberlake mit. Auch in so einer Zeiten, wo er meinte, ich muss jetzt ähm, Filmkarriere machen. Aber er war ja nicht schlecht. Er, er war, er war kein schlechter Schauspieler. Kein schlechter Schauspieler. Er hat nee. irgendwie das nicht so gefunkt, wie. Vielleicht hat er auch gar keinen Bock mehr gehabt, irgendetwas zu machen. Ähm, aber da spielt er den Dude, der Napster gegründet mhm, hat. Und genau. Napster, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Der ist unser 80 Prozent unserer Zuhörerinnen können sich daran nicht erinnern. Es, es gab eine Zeit, wo, für, wo Menschen für Musik Geld bezahlt haben. Und nicht. wir reden nicht von den 4,99 Euro von Spotify, sondern wir reden wirklich von ähm, CDs und, und, und Vinyl kaufen und Kassetten. Ja, ähm, und äh, CDs damals noch. Um, um die um die 30 Euro gekostet haben mhm. 30 Euro Mark, Mark ja aber wohl ja, äh, äh, 2011 ja, ja. 2012 ich glaube da haben so CDs so zwischen zwischen 20 und 30 äh, Euro gekostet ich weiß noch wie ich damals immer in den Karstadt oder äh, in den in den irgendwie in das Medienkaufhaus meiner Wahl gegangen bin um dieses äh, eine nee drei für eine 3 mhm. für 1 ja, weiß, du meinst, ja. da konntest du mhm. dir halt immer aussuchen, welche, welche Platten gerade halt für 3 für 1 ist. Und dann kann, konnte man sich irgendwie 30 Euro und dann hast du dann wie drei Platten und sowas gehabt. Ich habe ja immer noch einen riesengroßen CD-Schrank mit keine Ahnung, ich glaube 3.500 CDs, weil ich gedacht habe. Die sind mal was wert, irgendwann. Investierst du mal. <laughs> investierst du mal in CDs. Aber Napster war dann im Endeffekt eine, eine ähm, ja, wie nennt man es? Eine Tauschbörse wo Menschen äh, ähm, Musik hochgeladen haben und andere Menschen diese Musik äh, runtergeladen, haben. runtergeladen haben. Für, für umsonst. Low. Für Low. Genau. Und das fand Lars Ulrich überhaupt nicht witzig. Nein. <laughs> Weil wie könnte Metallica denn Metallica dann auch diese ganzen Shows bezahlen, die ja, sie dann gemacht haben? Genau. Um, das war ein riesengroßer Bericht. Das weiß ja auch in der Visions. Ähm, damals war ja auch ne, von einer CD zur MP3, mhm. ne, wo auch wirklich jede jeder Dude dafür gesorgt hat, der ja, und, und auch Girls, die eine Platte rausgebracht haben, dass halt in der Platte ein Code drin gewesen ist, wo man, man sich die Platte auch noch mal online runterziehen konnte. Was, hast, ich, was hast du für ein, für ein Abspielgerät auf dem Laptop gehabt, um das ähm, zu machen? Ich hatte zu der Zeit glaube ich noch nicht mal meinen eigenen Laptop. Ich, hatte, ah, okay. also ich brauchte ihn noch nicht. Ich hatte okay. irgendwie von einem, von einer Freundin habe ich so einen Medion Laptop gehabt, aber mhm. ich habe noch niemals ich wusste nicht, wofür ich den halt machen sollte. Rechnung habe ich immer schriftlich geschrieben. Ich hatte Winamp. Und kenne ich, kenn ich schon gar nicht mehr. Echt nicht? Aber nee. oh, Winamp war super. So. Winamp war ein richtig geiler Media Player, wo du halt alles äh, mit abspielen konntest. Winamp war super. Nee. Ich glaube, ich habe mir auch damals schon iTunes oder sowas draufgezogen. nämlich. Ja, das kam später bei mir tatsächlich. Ich, kam, ich hatte nämlich relativ früh. Äh, nach dem ersten äh, ersten MP3-Player, den ich mal im Club gefunden habe, wo ich gedacht habe, oh, ich brauche ja überhaupt keinen kein Discman, ich nehme einfach diesen MP3-Player, habe ich dann schon relativ früh einen ähm, iPod gehabt. Mhm. Und zwar nicht diese nano funktion sondern diesen, diesen großen mit, ja. mit, 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 60, genau. mit 60 Gigabyte. Mhm. So was ist Wahnsinn gewesen ist, wie viel, wie viel, wie viel was da draufpasste. Drauf Unfassbar. Also wie viel Musik und ähm, Jetzt habe ich schon gerade gra glatt wieder Lust, den, den rauszuholen und einfach nur dieses Gefühl zu haben, zu wenn man diesen Drehrädchen ja. dreht. Ja. Auch dieser Haptik, dieses tic, 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 tic. Plus ich dieses Geräusch halt auch dabei. Ja. Das habe ich immer angelassen das Geräusch. Das konntest du ja ausstellen. Es hat ganz, Aus um. an. Ja, fand das geil. Es hat, es hat ganz lange gedauert. Ich kann mich gar nicht mehr an die Zeit zurückerinnern, wie es war ohne Spotify. Also es, es gab Spotify. Ich weiß, dass ich uns relativ als Band schon relativ früh angemeldet habe mhm. zu, zu, weiß nicht. Irgendwie Beta-Version oder whatever. Also zu einer Zeit, wo es so 2014 gewesen mhm. ist. So, wo ich, ja, okay, du musst ja auch irgendwie auf diesen Streaming-Portalen stattfinden, aber es wird sich sowieso nie durchsetzen. Das Internet wird sich einfach nicht durchsetzen. Das Internet setzt sich einfach nicht durch. So blöd, wie blöd ich damals auch gewesen bin. Ja? Ich habe keine Gedanken gemacht, dass das halt voll viel, also dass das den ganzen Markt unkrempeln würde. Und es war auch schon noch voll lange so. Wir haben halt irgendwann mit der. Mit der Phoenix, die wir aufgenommen haben. Und davor mit der Platte haben wir einen Vertrag abgeschlossen mit unserem damaligen Label, wo das Label gesagt hat: Ja, wir wollen halt äh, an, den, an den Schallplatten und an den CDs, wollen wir verdienen. Streaming ist uns erstmal egal. Mhm. Da bekommt ihr, weiß ich nicht, 85 Prozent mhm. und 15 Prozent fürs Label. Jetzt ist es äh, gefühlt andersrum. Und wir haben diesen Vertrag damals gekündigt, ähm, weil. Äh, das Label wollte uns dann halt noch für ein Album, ähm, noch, äh, noch graben. Und das wollten wir halt nicht. Und äh, dummerweise hatten, haben wir halt natürlich nicht gedacht, dass Spotify so auch in dem Jahr nochmal richtig nach oben schießt. Und wir gesagt haben, ey, eigentlich, das den Label-Deal, den wir ja haben, ist einfach mega gut. Mhm. Lass uns den doch einfach weitermachen. Weil so ein gutes Angebot bekommen, bekommen wir niemals wieder. Äh, einfach nicht drüber nachgedacht und, äh, uns aus dem Vertrag raus, rausgekauft und geklagt. Blöd einfach. Eigentlich blöd, aber ich vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, die Zeiten, wo ich noch meinen Walkman hatte. Das fand ich großartig. Ich habe Walkmans geliebt. Ich habe es geliebt, Kassetten aufzunehmen. Weißt du, also halt auch, oder auch vom Radio aufzunehmen. So, ne, Charts mäßig. Da gab es ja nie so wahnsinnig viel, was man aufgenommen hat. So vom Radio her. Aber es liefen ja damals trotzdem Sachen wie Pearl Jam und Nirvana und ne, wie der ganze Quatsch halt damals mhm. hieß. Und dann halt äh, äh, Mixtapes zu machen. Oh, großartig. Mixtapes, Kunst. Waren die, Mixtapes waren die besseren Liebesbriefe. Ey, absolut. Ich, das hab war, unfassbar, eine Kunst. ich war, war unfassbar viel unterwegs und hab Menschen halt Mixtapes gemacht, aber auch Mix-CDs. Ja, Mix-CDs habe ich auch die, die gemacht, haben, aber da war der Charme bei mir irgendwann weg, muss ich sagen. Das fand ich nicht mehr so geil. War weil halt man sich nicht so mehr so viel Mühe machen musste. Man genau. hat einfach ja. ein bisschen einsortiert, man hat sich die Enden halt angehört. Genau. Ähm, ich fand es ganz geil, dass, äh, dass, dass man die dann trotzdem gehört hat, weil die, die Zeit war ja auch irgendwann vorbei, dass du halt in deinem alten Golf 2 noch so ein Kassettendeck drin gehabt hast. Um, und die meisten hatten dann so ein, keine Ahnung so für 125 Euro so ein schönes Pionier wo man auch mp 3 mit abspielen konnte uh, aber Weiß ich nicht, heute, heute machst du ja auch nicht mehr hier. Ich habe eine Playlist für dich gemacht. Ja, nee, aber ich hatte damals im Auto erst Kassette und dann hatte ich tatsächlich eine Kassette mit so einem Kabel dran, was an einen externen CD-Player, der mhm. natürlich mit äh, Batterien gelaufen ist, angeschlossen werden konnte, dass du also deine CDs über deinen <laughs> CD-Player extern, so ein halt, so handlich, ne, ähm, dann übers Auto hören, äh, hören konntest. Und dann kamen dann irgendwann halt die ersten bezahlbaren, weil am Anfang waren, äh, ganz ehrlich, Autoradio, mit, mit, äh, mit CD-Sauggranaten teuer das konnte es ja kein Schwein leisten damals ähm, aber das war das erste was ich aber die Anlage meistens immer teurer als den Gebrauchtwagen den man da haben rausgeholt, wir ne? da gebastelt Alter mit Boxen und Bums und keine Ahnung und auf dem Dorf gab es natürlich auch die richtig krassen Dudes ne? die nur so Elektrobums gehört haben und äh, das Auto eigentlich nur so schwer war weil da gefühlte 80 Bassboxen im Kofferraum drin lagen und man auch nur vorne sitzen konnte weil hinten Rückbank war eigentlich nicht vorhanden weil die nur aus einer großen Bassbox bestand und der Kofferraum auch voll war mit äh, äh Verstärker und, und Endstufe und keine Ahnung. Und ich habe mir immer gedacht, so, was soll das, Leute? Das ist ein Auto. Seid ihr bescheuert und dann natürlich tiefer gelegt, die drauf und so, ne? Und dann halt schön hier, Arm aus dem Fenster und durchs Dorf geschossen auf dem Marktplatz mit 850 Dezibel aus dem Auto. Wenn sie es wenigstens genutzt hätten für gute Musik. Ja, das war ja auch das Schlimme. Sie haben es ja genutzt für schlechte Musik, für schlechten Techno. Und ich habe das nie verstanden, warum man sowas gemacht hat, Alter. Und die hatten halt auch immer, das hört sich jetzt vielleicht tun, aber die hatten halt auch immer leider ähm, die Freundin passend dazu. Weißt du, was ich meine? Das soll nicht, nicht despektierlich sein, aber. Nee. Das war halt auch immer dann halt Die so eine. Passende Freundin wurde dann bei, bei Burger King oder bei McDonalds auf dem Parkplatz gesucht. Ja, oder halt in der nächsten Dizzy, im, im, im Index oder so. Da hat man dann dazu seine passende Freundin gesucht. Und ich fand es halt immer so asozial, dass man halt nur mit zwei Leuten in diesem Auto fahren konnte. Was soll das denn? Ey, wir sind von Dorf zu Dorf gefahren mit acht Leuten im Auto. Sind wir mal ehrlich? Zwei Leute hinten, äh, hinten im Kofferraum, äh, weiß ich nicht, drei, vor, äh, drei hinten oder vier hinten und zwei vorne. So ist, man, so ist man losgefahren. Zwei Leute im Auto, Mann, wo sind wir? Wir hatten trotzdem Musik im Auto. So nämlich. Genau. Und die Ach, das war damals schön. Die Polizei hat uns ja auch nicht ins Nachbardorf gelassen, wenn wir nicht mindestens acht Leute im Auto waren. Nee, 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 die haben ja geguckt, wie viele Leute seid ihr? Acht, alles klar, wer, wer ist besoffen? Ich hoffe, der Fahrer. Alles klar, okay, fahrt weiter. Das ist die B73. <laughs> <laughs> ihr kennt den Baum. <laughs> Ich habe mir irgendwann mal Weinbrand Cola in meine äh, in, in meine mein Auto gefüllt und es lief besser als je zuvor. <laughs> in meine Lüftung ist da ist mal Re äh Weinbrand Cola reingelaufen, also reingekippt und mein Auto roch einfach ein Jahr lang immer, wenn ich die Heizung angemacht habe, nach Weinbrand Cola und wie oft die Bullen mich angehalten haben und ich musste immer pusten, weil das Auto halt immer nach Weinbrand Cola gerochen hat. Ach herrlich. Alter, alter Polo, alter roter Polo. Witzig, dass du die Geschichte auch schon mal erzählt hast mit Cola Korn oder war das ein anderes Auto? Ja, Cola Korn oder weinbrand cola vollkommen schnurz. Ist ja eh das Gleiche. Ja, ne? Das Randalewasser. Ist ja auch jetzt gerade so, dass jetzt seit einer Woche, wenn wir dann darüber sprechen, man sucht sich. Die, den, den passenden Beziehungspartner fürs Auto ist Manta Manta. Manta Manta 2 ist jetzt draußen. Ich habe 20 Minuten gesehen, ich. Du hast nur 20 Minuten gesehen. Alter, hast du, wieder, du kannst den nicht, du kannst, du kannst den nicht gucken. Hast du gerade kurz Zeit gehabt bei John Wick das heißt, und bist noch mal kurz reingegangen, irgendwie bei Manta ja, Manta, und genau hast so. dir das angeguckt und hast ist gesagt: Ja, die 20 Minuten, die kann ich mir auch irgendwo im ja, anderen Kino angucken. So ungefähr war das. Vielleicht waren es auch 30 Minuten. Es ist wirklich der schlimmste und dümmste Film, den man sich. Also, ich habe, ich verstehe es nicht. Also ich, ich feiere den ersten Film, den finde ich witzig. Also den normalen Manta Manta, den finde ich, den finde ich lustig. Aber alleine, wie die in diesem in, in, in dem neuen Film ähm, Klausi darstellen, weißt du, der wurde im ersten Teil ja schon so ein bisschen als so ein bisschen dümmlich dargestellt. Keine Ahnung. Aber halt nur so ein bisschen. Klausi ist derjenige, dem man sagt, du musst, wenn du dir Mantaletten holst, Cowboy-Stiefel, bevor du da, ne? Ins Auto steigst, musst du da erstmal reinpinkeln. Dann, sitzen, er dann sitzen die richtig. Das war der Gag. Ja, Schlechthin. Der Gag. Aber im zweiten Teil wird er einfach fast als geistig behindert dargestellt. <laughs> so, und wir reden nicht von wir reden nicht von Schweiger, wir reden von einem Schauspieler von Klausi. Das ist echt ein ultra beschissener Film. Also wirklich. Also wer da rausgeht und sagt: Ja, da hat der Schweiger auch mal richtig Gutes gemacht. Das ist eine richtig gute Fortsetzung. Der soll, sich, der soll bitte gehen. Also das geht nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es eine, dass es eine ganz große Fanschar gibt, die da hineinströmt, aus Nostalgiegründen, weil der erste ja damals, weiß ich nicht, vielleicht auch ein gewisses Lebensgefühl abgebildet mhm. hat. Das war, glaube ich, glaub, einer der mit erfolgreichsten Filme 1992. Ich glaube, das ist 1992 gewesen. Und auch als der damals dann im Fernsehen, im Free TV das erste Mal lief, haben da zwölf Millionen Leute geschaut, dass sich das Ding halt angeguckt. Ich kann es. Ich als Weiß nicht, ich als, 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 als junger Typ so fand das, glaube ich, auch damals irgendwie ganz cool, weil der, weiß nicht, der, Hype, der Hype hat mich gepasst naja, und habe hab mir das angeguckt und fand es doch irgendwie ganz witzig, was die alten Leute da machen. Und dann gab es ja auch ganz viele Ableger davon, wie zum Beispiel Autobahnraser. Autobahnraser, so äh, aber auch eine Serie. Falls oh, ich jetzt äh, gehe aufs Gas oder gehe ja, auf RTL. Ja, ja auf RTL ja, ja, ja. und zwar hat Benno Fürmann ja, dort genau. äh, einen ähnlichen Dude gespielt ja. wie wie Til Schweiger bloß halt in einer amerikanischen Kiste mhm. also in einem Mustang mhm. und der der andere der Benny aus der Sesamstraße ja. hat so, ein, so ja. einen aufgemotzten Nee, du meinst Benny aus der Lindenstraße äh, genau Benny aus der Lindenstraße ja. hat so einen aufgemotzten gelben äh, tiefer gelegten ja. Käfer gehabt und die fand die ich halt wie wie aha gib gas oder äh, also das ganze nee, das war, eine, das, war eine aufs ganze. das war eine Sendung also wir auch nicht von der Namen für Cobra 11 nee 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 na also also ich kann also ich glaube selbst wenn Leute da aus Nostalgiegründen Gründen reingehen so also das was ich gesehen habe und das was ich gelesen habe an Kritiken so ähm, werden die Leute die aus Nostalgiegründen da reingehen auch nicht befriedigt werden weil man so gut wie nichts von von Mantas sieht und die Zeit ist halt auch um mal ehrlich die Welt hat nicht darauf gewartet, einen zweiten Teil von Manta Manta zu haben, Alter. Manta ist, 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 das ist vorbei. Also, mal ehrlich jetzt, das, das ist das ist Schicht im Schacht. Das geht nicht. SUV, SUV. Ja, zum Beispiel. Hätte man machen Tesla, können. Tesla. Ja, ist halt. Ist halt <laughs> Quatsch, Mann, Alter. Das ist halt wirklich. Also bitte, bitte guckt euch das nicht an. Dann guckt ihr lieber, du hast John Wick gesehen. Ich hab John Wick gesehen. Hat John wirklich. Äh, hat John wirklich? Hat John Wick wirklich. <laughs> John, hat John wirklich 100 äh, Leute verprügelt äh, innerhalb von einer Minute. Bestimmt mehr. Äh, aber redet er wirklich so wenig? Redet er noch weniger als, als in den ersten drei Teilen? Yeah. Geil. Hat er wieder einen Hund? Nein. Wie nein? John hat keinen Hund. John ist nicht mit, mit dem Hund unterwegs. Die haben äh, Hund diesmal eingesetzt und zwar beim Tracker. Tracker ist äh, so eine, so eine Side-Story von ja. jemandem, der halt auch John Wick jagt. Okay. Und der hat einfach einen Hund dabei und mhm. der ist dafür zuständig, dass es äh, auch den einen oder anderen interessanten Hundekampf gibt. Okay. Also. Aber nicht Hund gegen Hund. Nein. Hund, Hund gegen Mensch. Hund gegen Mensch. Okay, alles klar. <laughs> Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen, was ist da denn los? Ja, aber da ist ja auch, ist ja auch in Ordnung. Ich ich denke halt, jedes, also jeder verdient die Fans, die er, nee, jeder, jeder bekommt die Fans, die er verdient. Ja, genau, das ist richtig. Ähm, aber ich denke halt einfach, so wie Filmförderung da drin ist, ne? Also in Manta Manta. In Manta, -Manta, -Manta in das ist, da denkst du dir halt auch einfach, es gibt so viele talentierte ja. junge Menschen, egal ob männlich, weiblich oder divers, die gute Drehbücher schreiben und die sich Gedanken machen und äh, Kamera umse anders umsetzen wollen und nicht immer diesen immer gleichen Till-Schweiger-Look auf, also, ja, ja. äh, auf die Leinwand bringen. Und auf der anderen Seite, der Erfolg gibt ihnen recht. Ich meine, die Leute werden dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie da reinströmen, das so wie in Coco W. und wie in äh, Keinmal Ente. oder äh Das glaube ich alles nicht. Ich glaube, dass das, das, das wird sein schlechtest schlechtes, besuchtester Film nach Honig im Kopf. Also Honig oh, im Kopf in den USA. Er hat den in, in den USA ja nochmal gedreht. Ja. Honig oh, im Kopf mit, mit, wirklich, mit krassen Schauspielerinnen. Also wirklich voll, völlig völlig irre. Also Michael, voll, nee gar nicht mal nicht nicht. Äh, Michael, Michael, äh, 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 Nick Nolte. Genau mit Nick Nolte und das war ein Wahnsinnscast. und der Film ist ja komplett gefloppt. Also, also mehr Floppen kann man ja nicht. Also der hat irgendwie 80 goldene Him äh, blaue Himbeeren bekommen, irgendwie anstatt Oscars. Aber ich glaube, dass Manta Manta auf jeden Fall äh, sein schlechtester Film wird, also das, ich hoffe es, weil das geht einfach. und ja, das das denn ich meine halt so, ey, das ist dann deutsches Kino. Ich meine, wir waren mal Boah, wenn wir, das wir, deutsches Kino ist. Wir waren mal in den in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren, waren wir mal die Top Anlaufstelle, wenn es darum ging, halt Filme ähm, in die Kinos zu bringen. Und dann kam Riefenstahl. <laughs> ja, ja. Und dann kam halt einfach na, dann kam einfach Goebbels. Dann kam, dann dann kam, kam ein schlechtes, <laughs> dann kam ein paar schlechte Jahre, sehr sehr schlechte Jahre. Und dann kamen schon die Mädels vom Immenhof. So, und dann, ja, dann kam ne? halt der deutsche Heimatfilm. Da, genau, ja, na ernsthaft, ja, dann, also, dann kam der deutsche Heimatfilm. Heimatfilm, ja. Ja. alles musste sein wie früher. Ja. Äh, Peter Alexander, äh, die Limmel aus der letzten. Megafilme, bin Limmel, ich immer noch Limmel fan von. aus der letzten Bank ähm, mit Heinz. Ja, aber das kannst du dir nicht mehr angucken. Das ist so. Ich habe das noch, ich habe das über Weihnachten noch gesehen und natürlich. Habt das entschieden, das sind noch ich hab, habe entschieden dass ich das persönlich dass ich diese penela streiche immer noch sehr witzig finde äh, dass man das natürlich unter heutigen gesichtspunkten äh nicht mehr machen würde, so wie die das gemacht haben. Also safe nicht, gar nicht, nein, bitte. Aber es, trotzdem sind es witzige Filme, auf jeden Fall. Ich lache mich darüber kaputt. Ja, aber das Pendant in der, im Zeitgeist wären jetzt, ja, war nicht Fuck You Goethe 3. Ja. Das ist ja genauso, als wenn jetzt jemand, der jetzt halt irgendwie 10 ist, sich Fuck You Goethe 3 reinzieht, dann in 40 Jahren nochmal sagt, oh, ich habe mir jetzt noch mal wieder Fuck You Goethe reingezogen. Das war aber auch ein Humor damals. Und was durften wir alles so? Ja, aber die Fuck haben You damals Goethe noch, war ja nicht witzig. Wir haben ja noch Fleisch. Ja, das, ja, aber der Daniel Hüttmann, der, der 40 ist, 1960, fand das bestimmt auch nicht witzig. Ich kann mich genauso daran erinnern, wie, wie wahnsinnig fasziniert ich gewesen bin von Jurassic Park. Äh, da war ich elf und äh, mein Vater äh, hat einfach nur gesagt: neumodischer Mist hier. <laughs> Jurassic Park, ich weiß gar nicht, wo du hineingehen willst. Und ich habe versucht, meinen Vater zu erklären, warum das äh, sensationell ist und warum dieser Film mich halt so. Kriecht. So, so kriegt und ich den unbedingt auf Video schauen will und ich 40 D-Mark für eine Videokassette ausgeben möchte, obwohl wir nicht mal einen Videorekorder hatten. Aber ich wollte diesen Film halt haben. Mein Vater hat das nicht verstanden. So, so. Und dann hat er sich abends verzogen und die alten Clint Eastwood-Filme gesehen. Eine Handvoll Dollar. <laughs> für eine Handvoll. Nee, für eine Handvoll Dreck. Für eine Handvoll Dreck? Oder für eine Handvoll Dollar? Ich glaube, es gibt zwei Teile. Eine für eine Handvoll Dollar und Wie für eine immer. Handvoll Dreck. Clint Eastwood ja. fand ich auch immer gut. Aber der wurde ja auch immer besser, ne? Muss man auch mal. Also ne, Clint Eastwood hat jetzt ja auch, äh, ne, so der, der dreht ja immer noch Filme. Ja, ja. Vor und, und hinter der Kamera. Ich weiß, der war ja schon bei Erbarmungslos, weil er ja schon ultra alt. Der genau. war bestimmt 60 Jahre. Ja. Ich glaube, Clint Eastwood müsste jetzt äh, so hart auf die Mitte 90 zugehen. Ja, und der letzte Film war, glaube ich, The Mule den er gemacht hat, wo er mit diesen, wo er so ein bisschen drogi, drogi, mäßig drauf ist, weil er, weil er irgendwas machen muss. Ich habe den noch nicht gesehen, ich habe den nur auf meiner Liste drauf. Nee, der letzte Film noch, 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 noch frescher ist irgendwas mit einem Hahn. Da. Ähm, okay. Ja, ich, ich habe, ich hab, ich hab halt mal hineingeschaut und ähm, also ich finde Eastwood halt cool, aber seine Herangehensweise an die Filme ist mir manchmal ein bisschen zu zu patriotisch, ländlich äh, draufgesetzt und äh, Oh, da trieft es halt auch aus allem. Nee, habe ich jetzt nicht abgeschlossen. Ja. Liegt, also, Filmförderung für den Arsch. Also, wer wird denn da gefördert? Warum werden die gefördert? Warum kriegt Till Schweiger für so eine, für einen verkackten Film wie Manta Manta unfassbar viel Geld aus vier einzelnen Fördertöpfen und kann da halt so ein, so ein, so ein Ding dahin zimmern, während wir doch so viele unfassbar gute äh, Jung. Regisseurinnen haben, die einfach gar keinen Bock mehr haben, für einen Tatort zu drehen und einfach selber ihren Scheiß machen wollen und dann solche schönen Sachen dabei rauskommen wie äh, äh, hier Oscar-Gewinner im Westen nichts Neues, mal mhm. so. Oder auch mal so eine Serie wie Darkin zimmern können und sagen, bitte, so kann Deutschland auch sein. Aber will, will ja auch gar nichts sagen. Ne? Ich meine, hier Beton, äh, der 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 Film von äh, dem Komiker, wie heißt der? Nicht Tommy Schmidt sondern... Ähm, Lobrecht. Äh, genau, Felix Lobrecht. Ja. Der hat ja, ähm, sein erster Film ist ja mhm. Beton und aus Beton und Sand. Ja, ja, genau. Ich habe den immer noch nicht gesehen, aber der soll wahnsinnig viele gute Kritiken eingeheimst ja, haben. Ja, stimmt. Ich warte noch, bis der endlich bei Prime ist. Ich hab, also, <laughs> dafür gehe ich nicht ins Kino. Also für so einen Film gehe ich nicht ins Kino. Mhm. So, dann äh, leih ich mir den bei Prime aus und finde es gut. Und da spielen ja auch super Leute mit. So, also, aber so wie du denken halt auch gerade ganz viele andere Menschen, weil die Zahlen. Der Kinogänger sind 2023 äh, auf äh, 70 Millionen mhm. ähm, jährlich äh, gegangen. Und das ist äh, Vergleich, also hört sich erstmal viel an, aber wenn man denkt, das Ganze war, glaube ich, äh, im Vergleich zu 2010 oder 2012, wo 220 Millionen Menschen im Kino gewesen sind. Also Kino ist nicht mehr. Naja, aber ich kann dir auch genau sagen, woran das liegt, das Kino nicht mehr so ist. So. Du kannst nicht sagen an den Preisen. Ich war bei John Wick, war ich äh, im Dammtor und habe 6,99 bezahlt für John Wick. Wie spät warst du denn da drin? Ähm, ich war 16.30 Uhr. Okay, dann ist Dammtor aber auf jeden Fall, dann war das aber auf jeden Fall safe eine Ausnahme, weil wenn ich äh, zu mir äh, gehe in Munzburg, äh, UCI, bezahle ich für zwei Personen mit, ich sag mal, äh, ne, ne, einfach nur, also für zwei Personen mit, mit einem vernünftigen Sitz bezahle ich über 40 Euro. Bums. Ist so. Und dazu kommt dann eine Cola, dazu kommt dann Nachos, dann bist du bei weiß ich nicht, whatever. Alter, dafür. Nee, Mann, dafür gehe ich geil essen. Also dafür gehe ich richtig geil essen. So. Und ich sehe es nicht ein, so viel, so viel Kohle fürs Kino zu zahlen. Auf gar keinen Fall. Das ist so gestiegen, also so extrem einfach gestiegen in den letzten Jahren, das ist einfach nicht mehr machbar. So, also nicht mal, nicht mal für mich, also klar, also, das <laughs> doof an. Natürlich könnte ich das zahlen, so. Ne? Wenn ich da Bock drauf hätte, aber das zahle ich nicht. Aber das zahle ich einfach nicht. Nein, ernsthaft nicht. Das ist das ist einfach zu viel. Das geht nicht. Filme werden für mein Heimkino jetzt produziert. Ey, wenn ich so ein, also John Wick würde ich schaue ich mir im Kino an. Auf ja. jeden Fall. Da, da gehe ich da, Dann schaue ich mir nicht auf meinem, auf, auf meinem Fernseher an. So. Aber ähm, Filme, wo ich sage, da, da muss ich nicht für ins Kino gehen. Zum Beispiel der, der neue Screen, der jetzt raus, äh, rauskommt, der ist auch nächste Woche schon bei Prime. Äh, den leihe ich mir bei Prime aus, weil dafür hm. muss ich nicht ins Kino gehen. Auf gar keinen Fall. So, und dann bezahle ich irgendwie 11,90 Euro für den Film und äh, habe aber äh, Nachos und Colas, Cola halt bei mir und bin dann vielleicht bei 16 Euro. Die habe ich mir dann bei Flink bestellt. Nee, bei... Ja, wir haben letztens bei Flink bestellt. Oh, ich ja. darf es ja nicht sagen. Ja, samstags. Weißt ja. Du? Ja. So ein typischer Samstag. Ich bin morgens aufgestanden. Ich habe dem Flinkboten Bescheid gesagt. Er hat mir dann die Nachos gebracht. Ja, weil ich noch ein deftiges Trinkgeld von 1,20 Euro, weil er den vierten Stock, nee. Weil er den vierten ja, Stock ich, gelaufen Nee, ist. das macht man nicht. Da gibt Sehr man mehr Trinkgeld. Aber Flink hat, hat, hat halt so das Ding: ähm, die, die, die haben bei uns in der Ecke haben die irgendwie einen Bäcker. So. Und ich weiß nicht, welcher Bäcker das ist, aber die haben Ultra geile Zimtkuchen, ähm, ähm, also wirklich so Zimt-Apfelkuchen, hm. die machen mich fertig. Ich bestelle eigentlich immer nur das und noch irgendwas anderes, was ich eigentlich gar nicht brauche, nur um diese Zimt-Apfelkuchen-Dinger zu kriegen, ja. weil die so lecker sind, ohne Witz, Mann. Ich muss unbedingt rauskriegen, wo die die herholen. Frag mal den Flinkboten, wo der die abgeholt hat. Naja, der holt die aus dem Lager, ja. der weiß ja nicht, wo das herkommt so aber wir geben unserem flinkboten oder auch wenn wir eine pizza bestellen ähm, immer gutes trinkgeld und immer. snickers und einen twix noch mit dazu nee aber das ist einfach zu teuer alter also ich sehe das nicht ein das, 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 das sind preise die echt äh, nicht mehr klar gehen ich glaube das hat was auch mit den mit den äh, Kinos zu tun in denen du das guckst also ich weiß dass ich halt für Avatar Way of the Water wirklich 30 Euro bezahlt ja. habe mit all äh, hier ja, ja. IMAX. Hast du in Monsburg auch gemacht? So und ja. das ist ja auch äh, äh, nee, I heißt es ja beim, beim ja. UCI. Aber ich äh, das Dammtor ist ja Cine CineStar. Cine Cine Star. und die haben angefangen als äh, Corona so am Abflachen gewesen ist, glaube ich noch sogar 2022 oder 2021 haben sie die äh, die Preise nach unten gezogen. Ich glaube, mhm. da hat glaube ich 5 Euro ja. oder so. Für 5 Euro ins Kino. Ja, aber auch so. nur an bestimmten Tagen, nicht immer. Nicht immer? Genau. Äh, doch, das war aber immer. Die hatten immer so krasse Angebote. Ja, dann aber 14:30. Und ähm, ich, äh, ich habe jetzt die letzten Male, wo ich beim Damptor gewesen bin, niemals mehr bezahlt als irgendwie 10 Euro. Okay, da muss das, ich aber auch ganz klar dazu sagen, dass ich das Kino am Dammtor nicht geil finde. Mm. Ich mag die, ich mag die Kinos nicht. Ich mag das Kino an sich nicht. Ich finde die Nachos kacke. Hm. Ähm, ja. Und ich bin halt UCI-Fan. So klar, dann kann man jetzt natürlich sagen, dann geh doch weil es der da günstiger ist. Aber was bringt mir das, wenn das der da günstiger ist, ich das Kino aber scheiße finde? Weil wenn ich ins Kino gehe, möchte ich mich ja wohlfühlen. Weißt du, mhm. ich möchte mich da hinsetzen, ich möchte was Geiles zu trinken, was Geiles zu essen haben und diesen Film mal gucken. so, Und da kommt ja ganz viel zusammen. Wie cool ist das Kino, wie cool sind die Sitze, weißt du, habe ich genug beinfrei frei, bla 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 bla. Und da war ich immer beim UCI, weil das immer cooler war als Damptor. Immer. Also. Bin ich kein, kein Fan von, dann würde ich mich dann da dann, dann nicht wohlfühlen und dann könnte ich den Film genießen. Du beschwerst dich jetzt ja auch über die Preise. Also ja, ja. dass das Kino halt teurer geworden ist. Es gibt ja dann ja, auch, äh, ähm, <laughs> es gibt dann ja auch Kinos, die die Preise halt dampen, aber dann leider auch nicht mehr so viel Komfort haben wie äh, manche andere Kinos. Ja, aber das UCI hatte den Komfort schon vorher. Das ist ja Bullshit. Der war ja vorher schon da, der war ja immer schon da, der Komfort. Und warum ich mich da wohl gefühlt habe. So, das ist ja, das ist, das, das ist ja, die haben ja nicht den Komfort verbessert Ach, da, und. Dann du hast einfach immer weniger Zeit, um ins Kino zu gehen. Vielleicht liegt es einfach daran. Ich weiß auch gar nicht, wann ich John Wick gucken soll. Ja, siehst du. Du hast einfach immer weniger Obwohl Zeit. Obwohl doch, kann ich wohl. Am Wochenende kann ich den gucken, weil am Wochenende. Ähm, ist äh, meine Partnerin nämlich äh, Ostermäßig unterwegs und nicht zu Hause? Bedeutet, ich bin alleine mit den Katzen. Daniel alleine auf dem Osterfeuer. Daniel alleine auf dem Osterfeuer und da könnte ich zum Beispiel ins Kino gehen. Aber das muss ich dann auch wieder abtimen, weil ich ja die Katze spritzen muss. Ne? Wissen wir ja. Der Dicke braucht ja seine Insulinspritze. Der Dicke hat einfach äh, ähm, Diabetes. Diabetes. Das ist halt so. Oh, ihm geht's super. Ja? Ja, ey, du, der ist, der ist äh, topfit. Der ist, das Insulin ist ein Zeug, das, äh, ne, das glaubt man gar nicht, wie das äh, auch Katzen helfen kann. Hast du dir auch schon mal selber so eine kleine Insulinspritze gegeben, nur um zu, zu probieren? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich hab ne? schon mal drüber nachgedacht. Ja. Was, was dann passiert? Was dann wo passiert? Aber ich habe auch noch nicht gegoogelt. Hast du schon mal Katzenfutter gegessen, nur um zu gucken, wie das schmeckt? Doch Trockenfutter so mal, einfach mal so, ja, so in ein der Trop Hand gehabt und so ein Trockenfutter. So und, und, und was hast du dazu gesagt super ekelhaft halt schmeckt halt irgendwie nach, nach Fisch aber Katz also so Nassfutter so, oder so genau so dass Fall. man so ein Schäber sich so ein Ding mal auf holt gar kein Fall man safe nicht Niemals. Ich gehe mal davon aus, dass da besseres Fleisch drin ist als in den Burgern bei Burger King und. Burger. Auf gar keinen Fall, Mann. Ey, <laughs> dieses ganze Schäber und Whiskers ist A, erstmal zu 99,9% vollgestopft mit irgendwelchen Chemikalien, dann Zucker ohne Ende. Was meinst du, warum der warum dicke Diabetes hat? Der hat Diabetes, weil er sein ganzes Leben lang nur das Zeug gefüttert bekommen hat, weil da so viel Zucker drin ist und so viel Getreide, ähm, dass die, dass, dass die das halt feiern, weißt du? Die, die Soße und, der, und, und die der wollen immer Kratsch. mehr haben. Die wollen immer mehr haben, ja genau. Und die wollen auch nichts anderes fressen. Die wollen ey die, die Umstellung jetzt wo er Diabetes hatte äh, auf auf anderes Katzenfutter wo kein Getreide drin ist, wo kein Zucker drin ist, auch Trockenfutterumstellung, wo kein Getreide und kein Zucker drin ist. Ey, das hat Wochen gedauert. Ey und Katzen können kein Scherz, die können vor einem vollen Napp verhungern. Wenn sie es nicht essen Wenn wollen. Wenn sie es essen, essen wollen, dann, die, die sterben, das ist kein Scherz. Die essen nicht, die sterben dann einfach. Völlig bescheuert, so. Aber wir haben es halt irgendwie geschafft, dass er, dass er das jetzt halt, halt isst und dass das auch alles gut ist. Ähm, aber das liegt einfach daran, er hat Diabetes bekommen, weil er nur Scheiße vorher gefressen hat. Und da denkst du ja auch nicht dran. Weißt du, du denkst ja, ähm, okay, ich gebe ihm jetzt irgendwie Whiskers und ich gebe ihm Scheber, was ja auch echt Arschgranaten teuer ist, aber mal ganz abgesehen. Das ist ja so, ich möchte gerne high Class katzenfutter Und du denkst, das ist alles cool, du guckst ja niemals da drauf, wie viel Zucker ist denn da drin. Machst du ja nicht. Wenn du deine Katze lieb hast, guckst du Ja, das war jetzt hart. <laughs> das war jetzt nee, hart. Wer seine Katze lieb hat, guckt ein bisschen drauf, was mhm. hinten drauf steht. Das mag sein, aber wenn man jetzt guckt, wenn du jetzt zum Beispiel zu Fressnapf reingehst und ich da äh, Katzenfutter hole, extra für ihn und halt auch für die andere Katze, die das gleiche frisst, hm. ähm, dieses ganze Schäber und, und Whiskers-Sortiment wird immer, 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 immer kleiner. Hm. Es wird immer weiter in, in, nach hinten gerückt. geht in die vegane Ecke, wie beim Mühlenhof. Und es alles andere ist halt jetzt gerade ohne Zucker, ohne Getreide, ohne Zusatzstoffe, bla 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 und ähm, halt anders. Ge so. Ich habe ja, hab ja keine Haustiere, aber. Gibt's das wirklich so eine vegane und vegetarische Ecke? Nee. Also es ist nee. immer mit. Ja, auf jeden Fall. Mit, also du kriegst mit, du kriegst, glaube ich, auch, du kann kriegst ich meine, auch. Kann ich meine Katze vegan ernähren? Kannst du bestimmt. Aber ich glaube dann, ich weiß nicht, ob ihr dann was fehlen würde. Du musst halt ja, ne, ja drauf. <laughs> Nein, aber nein, ist ja so. Ja, ich weiß nicht, wenn keine ich, Ahnung. Wenn, du kannst ja auch einen, Hund, ja auch einen ich, Hund vegan ernähren. Ich bin ja so selten in solchen Abteilungen und weiß jetzt nicht ja, aber, was warum halt solltest, was aber warum solltest ist. du deine Katze vegan ernähren? Aus welchem Grund? Oder deinen Hund? Aus welchem Grund solltest du das machen? Ja, weiß nicht weiß Weil du nicht. selber Veganer bist und gerne möchtest, dass dein Hund kein Fleisch isst? Wenn so ich sowas ein höre, Hund. links und rechts ein paar ins Gesicht. Entschuldige bitte mal. Katzen und Hunde sind Fleischesser von Natur aus. Wenn mhm. die draußen sind, ähm, fressen die keine Gänseblümchen oder Brennnesseln, die, die, die holen sich eine Maus oder einen Vogel. Mhm. Die fressen ja, ja keinen kein, kein Blumenkohl, Mann. Ich kenne ein paar Hunde, die fressen Karotten und die fressen. Möhren natürlich, natürlich tun die das, aber Äpfel. die essen auch Fleisch. Hundertprozentig. Ja, Gibt es ab und zu mal auch ja. einen kleinen, kleinen Fleischbrei. Ja, ja, natürlich. Aber, aber Hunde sind auch doch wieder anders als Katzen. Mhm. So, weil Hunde alles Fresser sind. Hunde kannst du alles vorsetzen. Wenn ich überlege, dass meine Oma früher, wenn Essen übrig geblieben ist vom Mittag, der Hund einfach den ganzen Matschepatsche, äh, gemischt in seinem Fressnauf bekommen hat. Da hat sich keiner darüber Gedanken gemacht, ob da jetzt alles voller Glutamat ist. So. Der hat, der hat einfach hat mal mitgegessen. Alles, der, der, die fressen halt alles. Die fressen ja. ihre eigene Scheiße. Entschuldige bitte mal. So. Nee, ich liebe Hunde. Nichts gegen Hunde jetzt, ne? Ja, <laughs> das aber, machen sehr mehr. Äh, ja, aus aber wenn ich höre, ja, ich bin vegan, ich möchte, ich möchte auch, dass mein Hund sich vegan ernährt. Du hast deinen Hund mal gefragt, ob der das geil findet. Ob der sich dann vegan ernähren möchte? Was ist das denn für ein Blödsinn? Apropos vegan ernähren, wir hatten doch mal über diese, diese militante Veganerin mal gesprochen, ne? Wir haben schon mal über die militante Veganerin gesprochen. So, jetzt eröffnet sich, eröffnen sich vollkommen neue, 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 neue Sachen. Hast du die militante Veganerin bei Deutschland sucht den Superstar gesehen? Genau, sie fängt nämlich an, Musik zu machen und sie fängt nämlich, sie hat ein Rap-Video gemacht, mehrere, und äh, trifft sich jetzt auch mit, äh, mit Rappern zum, ähm, ähm, zum, zum Freestyle, so. Und rappt dann halt gegen Typen. Und natürlich rappt sie halt nur vegan, ist ja ganz klar. Und irgendein Dude hat ihr letztens eine Bifi in die Fresse geworfen. Kein Scherz, der hat eine Bifi ausgepackt und hat eine Bifi ins Gesicht geworfen. Mhm. Was ich, also ich dachte jetzt halt drüber, es ist halt war voll dumm. Das war halt nicht witzig oder so. Aber sie rappt halt jetzt und jetzt ist sie bei Onlyfans, Alter. So. Jetzt ist sie nämlich bei OnlyFans und Für's jetzt hat sie nämlich das erreicht, was sie eigentlich erreichen wollte, nämlich berühmt zu werden und bekannt zu werden. ja Nichts anderes war der ganze Bums. Holocaust-Leugnerin, ähm, genderfeindlich, äh, hat kein Problem, dass Nazis auf ihrer Seite sind. Äh, solange sie vegan leben, ist das völlig okay für mich. Da ist mir die politische Meinung halt völlig egal. Und jetzt ist sie halt bei OnlyFans. Alter, bitte. Also mal ehrlich jetzt. Ich hab von Anfang an gesagt, dass die Frau nicht ganz dicht ist und dass das alles Quatsch ist und alles Influencer Müll und einfach nur ich will berühmt werden und was ist es jetzt ist es genau das geworden ich hatte recht wollte ich nur mal ganz kurz eben hier äh, ich habe nie gesagt das nee gesagt, hast du auch nicht dass, aber es gab, gab andere gesagt, die es gesagt haben was andere die das gesagt ja. haben dass sie, dass sie wirklich ja. Veganerin ist. ich glaube schon dass die wirklich ja, natürlich vegan ist sie Veganerin aber es juckt sie doch ein Scheißdreck alles Alter. kannst du mir noch nicht erzählen so naja, also die, die, hat, die hat auf jeden Fall ein ja, Schuss. Die hat einen Schuss und sie. Ich glaube trotzdem, dass sie schon sehr wohl weiß, was sie klickt und was nicht. Und dann muss sie ja, auf jeden ich Fall ja. muss sie auch, glaube ich, auch eine dicke Haut haben, weil im Prinzip habe ich das Gefühl, wenn ich Berichte von ihr sehe, sind die zu, oh, zu 80 oder 90 Prozent. Nee, es ist eigentlich je, jedes Video, was ich von ihr sehe, wird sie halt derbst hart angegangen von ja. irgendjemandem. Entweder von Prominenten, die ja. sagen, dass sie ganz schön. Dummes. Zu, zu, zu dumm ist der schon dumm ist oder von von irgendwelchen Typen die halt einen dummen Spruch oder sowas reinhauen also alles lässt sie halt immer sehr blöd aussehen und militant mhm. und nervig und ja aber das ist ja genau das Ding was sie wollte damit hat sie ja damit ist sie ja bekannt geworden so ne mit diesen Militanten und mir ist eigentlich alles egal schmeißt mir alles an den Kopf was ihr wollt ich bin noch krasser als ihr weißt du darum ja halt auch diese, diese die, diesen blöden Holocaust bums oder halt ich habe kein Problem damit dass dass, dass dass Nazis halt auf meiner Seite sind so, solange sie, sie, sie sich vegan ernähren wo ich denke so alter stopp. Ob du nur alle Waffeln am, am. Also bist du dumm oder was ist was das denn für eine Aussage, bitte? So, die wusste ganz genau, wie sie halt Aufmerksamkeit erregt und wie sie Klickzahlen erregt und äh, wie sie ganz, 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 ganz viele Leute auf ihre Seite kriegt. Und jetzt ist sie halt bei OnlyFans. Ja, aber die Leute gucken ja nicht zu, weil sie halt eine vorbildliche Veganerin ist, sondern sie gucken ja halt zu, weil es unterhaltsam ist, wie blöd sie bei den Videos kommt. Ja, Bios natürlich. Wegkommt. Ich habe ja auch gesagt, dass sie mit ihrer Sache, die sie macht, Wen überzeugt sie denn damit, Veganer zu werden? Also, mal wirklich. Das ist doch prozentual ultra gering. Ja. So, das ist totaler Quatsch. Das von von, 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 von vornherein äh, war das totaler Quatsch. Könnte ja auch sein, dass unsere Hörerinnen ja auch eigentlich immer eher darauf hoffen, dass du nicht einen intelligenten Beitrag ähm, in diese Show <laughs> hineinbringst, sondern äh, sie hoffen eher, dass du dich äh, einfach schnurstracks äh, in eine Be Be Bedulje, Bedul Bedulje? Bedulje, Be bringst, bringst indem bringst, in dem du halt, äh, halt rumhältest. Also indem du halt Sachen sagst, wo man denkt, oh, so, uh, hat, hat er das gesagt? Und... Äh, ich glaube, das ist halt das, was die, was die Menschen dann halt teilweise auch mal gerne sehen, wenn mhm. sich Menschen selber irgendwie nicht ins, nicht ins Bein schießen, aber in Sachen reinbringen, wo man selber sagt, so, oh, das, das würde ich persönlich jetzt ja nicht aushalten. Also. Und ich halte also, sehr viel aus. Ja. Ob pff, das weiß ich nicht. Nee, ich, hab, ich zum Beispiel, ich glaube, ich habe ich hab kein dickes Fell. Das kann ich nicht. Ich, kann, ich könnte mich jetzt, glaube ich, nicht in eine andere Person verwandeln, in, also in einen. Äh, in, in einen Kunstcharakter mhm. und äh, in diesem Kunstcharakter ein, 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 ein anderer Mensch werden mit anderen nein, werden nein, nein, zum ich Beispiel nicht. was finde ich bei Kurt Krömer unfassbar faszinierend dass der innerhalb dieser Jahre die er ja schon Kurt Krömer ist mhm. ähm, ja auch in seinem, er, in seinem Privatleben ist er natürlich nicht Kurt Krömer sondern er ist die Privatperson ja yeah. ja aber Egal in welchen Interviews, er ist ja, er, also, da geht ja nur ein Knopf an. Und er ist die Kunstperson Kurt Krömer. Und er Krömer. ist die Kunstperson ja, ja. Kurt Krömer und kann sich so etwas antun wie Che Krömer und einfach mhm. so in so einem so 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 geballten Hass entweder von der Person, die gegenüber sitzt mhm. oder das, was er an Kritik bekommt, mhm. einfach aushalten, weil er sagt, ja, du bist ja, ist, ist ja nicht, bin ja nicht ich, ja, ist ja meine Kunstfigur. Ja, ja. Und deshalb finde ich, finde ich das bei dieser militanten Such doch mal raus, wie die heißt. Ich finde es ganz blöd, dass wir jetzt irgendwie drei oder vier Shows schon mal gehabt haben, wo wir über die gesprochen haben, aber nicht wissen, wie die heißt. Deshalb, ich finde es interessant, dass diese Person ja schon über mehrere Jahre es schafft, ähm, so viel schlechtes Feedback abzubekommen, mhm. ähm, obwohl sie sich nicht als Kunstfigur darstellt und äh, so eine Art Schutzschild um sich hat, sondern als Privatperson. Ja. Und ich glaube, dafür brauchst du halt ein echt dickes Fell oder einen relativ guten Therapeuten oder Therapeutin. Die gute Frau heißt Raffaela Raab. Raffaela Raab. Raab. Das ist übrigens die Ziehtochter von Stefan Raab. <laughs> <laughs> so. Eigentlich ist sie ein Kunstprojekt kreiert von ihrem Vater <laughs> Stefan Raab. Richtig. Das kommt dann bald raus, dass das, dass das so ist. <lacht> <lacht> wow. Ja, aber ich meine, das muss man auch Stefan Raab zu, zu, ähm, zugute halten. Der hat es ja wirklich irgendwie immer geschafft in einer Zeit. Ähm, wo er auch nicht von allen Menschen gemocht worden ist, sein Privatleben komplett aus den Medien rauszuhalten. Ja, ja, ich kenne niemanden, Frau, kinder Ich kenne niemanden, der so dick im Geschäft ja. gewesen ist, der es nicht einmal irgendwie auf eine Klatschspalte geschafft hat. Mhm. Wegen also großen da, Sachen. Das schon, aber ja, aber nicht mit, äh, jetzt nicht, Stefan, nicht mit Privaten. Stefan Raab, mhm. jetzt schon wieder geschieden. Ja. Stefan Raab, ja, ja, ja. ist das seine neue Frau? Ja, ist das seine neue Geliebte? Ja, ja. Null. Stefan Raab. Ja. Äh, Elton und Stefan Raab, gemeinsam im Urlaub, geht da was. So. <laughs> Und die gab's bestimmt die Schlagzeile. <laughs> auf gar keinen Fall. Das nee, gab's halt nie. Das hat er, das hat er halt richtig gut gemacht. Und ich ja. habe seine Frau und ähm, seinen Sohn, ich glaube es war ein Sohn, äh, ja äh, kennengelernt auf der Stefanie Heinzmann-Tour vor ein paar Jahren. Da waren die in Köln und da kam unser Tourleiter Ischi an und sagte so, ey Daniel hier äh, im Übrigen Stefan und seine Familie und ich so Hi, gar nicht hingeguckt die stellen sich jetzt bei äh, zu dir am Merch, so weil die Quollen nicht so weit vorne stehen das ist so ein bisschen blöd so und bla bla, bla ist klar und dann sind die zu mir zum Merch gekommen und ich habe nach zehn Minuten erst gecheckt äh, dass das halt Stefan Raab mit seiner Frau und mit seinem Kind ist ich habe so. auch erst gecheckt wo er mich angesprochen hat weil ich, ich hatte erst gecheckt als er dich angelächelt hat und alles im hellen mit <laughs> Licht seiner Zähne erstrahlt nee nee ich bin irgendwann los und habe was zu trinken geholt habe einfach ähm, ein bisschen Wasser und ein bisschen Cola äh, geholt und habe bin dann wieder zum Merge und ist ey hier wenn ihr was trinken wollt ich habe hier vorne hingestellt und dann dreht er sich um und sagt oh, das ist ja Voll lieb und dann kam diese Stimme halt, weißt du? Und dann habe ich mir nochmal genau angeguckt und ich so, okay, krass, Mann, der Typ hätte an mir vorbeilaufen können, ich hätte den nicht erkannt. Absolut nicht. Kein Stück. Überhaupt nicht. So, und dann habe ich, hab ich seiner Frau noch einen großen, großen Ball an den Kopf geworfen. <lacht> <lacht> Fand er witzig. <laughs> ja, wir haben bei halt der heinzmann halt so große Bälle, die wir bei, einer, bei einem Song halt von überall ins Publikum geschmissen haben. Ja. So, und ich hatte halt welche bei mir beim Merch-Stand und dann habe ich die hochgeschmissen und dann so weggehauen und einer habe ich irgendwie weggerutscht und dann hat äh, Frau Raab das Ding hat halt an den Kopf gekriegt. Nimm das. Nimm das, Frau Raab. So, aber ich habe den halt auch nicht erkannt. Wie gesagt, als er den Mund aufgemacht hat und was gesagt hat, da hast du ihn erkannt an der Stimme. So, hm. aber vorher nicht. Und ist doch auch voll schön. ja naja, das ist super. Also, für ihn ist das total gut. Ich, ich glaube, das ist für jeden Menschen gut. Ist, glaube ich, auch gut, gerade auch in, der, in, der, in, dem, in dem Becken, in dem wir uns halt befinden, wenn die Künstler es trotzdem und Künstlerinnen es trotzdem schaffen, halt durch die Gegend zu gehen und nicht von allen Leuten angesprochen hm. zu werden. Ähm. Was, was halt auch irgendwie die Beatsticks seit halt über die Jahre halt immer geschafft haben, dass die auch wahrscheinlich in, in Berlin halt immer noch ein anonymer Teil sind oder weiß ich nicht, so wie Markus Wiebusch ja auch immer noch durch Altona gehen kann, seinen äh, Einkauf, so, 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 einfach an einem vorbeischlurft. Äh, zwei Meter, zwei Meter zehn. Ah, so, Markus. Markus Wiebusch, als wenn er irgendwie gleich so, ja, gleich gehe ich hier unten in meinem Keller und spiele mit meiner Märklin-Eisenbahn, so, <laughs> kurz, kurz noch einen Einkauf geholt. So. <laughs> irgendwie dann nachos geholt naja. und dann zu hause vor der Playstation und dann Doom spielt keine Ahnung aber es läuft ja auch keiner hin oder ich glaube bei Axel Bosse ist es ja auch genauso ne? das sind halt menschen die halt dann auf großen Bühnen spielen vor vor 20 30 40000 Leute ja. aber können halt dann trotzdem der Aki bleiben und der Tees bleiben und man labert ja, die halt nicht aber voll und das liegt, das, liegt, das liegt an dem alter des publikums so, das kann halt, äh, ich sag mal, ein Apache kann das nicht. Das kann auch äh, tatsächlich eine Juju nur zum gewissen Grad. Eine Nina Chuba kann das gerade mit Sicherheit nicht oder auch nur zum gewissen Grad. Weil sie schon Influencer sind, weil sie mit einem ganz anderen Medium aufgewachsen sind. Ja, und weil sie junge Fans haben, die, die, die Bock ja. darauf haben, ihre Stars zu sehen. Ja. So, das ist ja das Ding. Ey, als ich, ne, Markus Wibusch, ich war 21. So, ey, ja, 61. Und er war 61. <laughs> ey, ich, ganz, ganz easy. Ähm, ich bin auch nicht zu den Leuten hingegangen und gesagt, ich bin absolut großer Fan naja. von dir und hatte auch nicht mehr Interesse daran, weil es aber noch über ein anderes Medium ging. Und naja. es ging halt nur bei mir über, also Sachen, die ich gut gefunden, gefunden habe, ging, ging halt über Print. Mhm. So. Ja. Und ich hatte nicht mehr das Bedürfnis zu sagen, äh, jetzt muss ich die aber wegen dem Autogramm nerven. Ähm, ja, liebe Leute, wir haben jetzt gerade die folgende Situation. Äh, wir haben die 45-Minuten-Grenze erreicht und äh, vor uns, äh, hinter, dem, hinter dem Fenster, steht unsere, unsere nette Frau, die den Laden ja. sauber macht. Machen wir noch. Nee, die macht den Laden nicht sauber. Die will, die will nur reinkommen. Wieso will wir, die können nur reinkommen? Eben, wir können eben auf Stopp machen. Was? Nee, ist okay. Wir wir, Mach macht doch eben kurz einmal eine kurze Abmoderation. Weil, okay. Äh, wir haben sowieso, sowieso schon bei 51. Okay. Äh. So. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ja, nee, nee. Muss, muss ich ja nicht. Nee, also man soll ja dann, man soll ja dann sprechen. Man, man soll ja dann aufhören, wenn es am, am schönsten ist. Okay. Alter Spruch von früher. Hm. Äh, deshalb glaube ich, ähm, ich. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir nicht durch die Gegend gehen und die ganze Zeit irgendwelche Leute kommen und sagen, Daniel, Daniel, Foto, Daniel, 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 Autogramm, Daniel. Wie läuft es gerade so mit der Katze? Ich finde das ganz gut. Es gibt bestimmt eine Playlist. Und diese bestimmte Playlist heißt Astrakulada Ast, Astrakula Nachtasyl. Auf dieser Playlist das ist richtig. da setzen wir die ganze Zeit Songs drauf, die wir gut finden und wo wir sagen: Yo, das ist hörenswert. Daniel hat bestimmt. Den einen oder anderen Song von Sam I Am. Nee, Daniel, äh, hat er auch, aber Daniel möchte euch allen erstmal ins Herz legen, dass ihr euch ganz, ganz dringend das neue ARX-Album kaufen sollt, weil das ist nämlich am Freitag rausgekommen. Dieses Album ist großartig von Song 1 bis Song 2. Und ich wünsche mir direkt ähm, Baby UU und Deep von ARX auf die Liste, weil das ist ein ah, geiles Song. Das Album ist einfach geil. Kauft dieses Album, bitte. Und streamt das ganz tolle. Und ähm, dann wünsche ich mir von äh, Marjan Krankenwagen. Und was haben wir noch? Ach, dann würde ich noch von, äh, von Sparta, weil die gerade auf Tour bald äh, gehen, Katja äh, Ribben. Ribben. Ja, und ich bin heute mal raus. Ich habe ich hab irgendwie keine neue Musik, die ich halt... Doch, ich äh, doch ich, ich, hab, ich bin wieder kurz im Freundeskreisfieber und äh, höre mir die neue, es, die, neue, <laughs> die neue Esperanto an. Und höre mir gerade die Esperanto von 1999, kam die, glaube ich, raus, höre ich an. Und muss echt sagen, Hip-Hop war mal, gerade in Stuttgart, auf einer ganz, 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 ganz hohen Ebene lyrisch. Wenn ich, halt, wenn ich mir überlege, was, was, was da bei Max Heere bei dem Album abgegangen ist, da verneige ich mich und sage, ähm, ich wünsche mir. Äh, Retro-Perspektive. Ähm, ich glaube, der heißt so. Retro-Perspektive. Der vierte Song auf der Esperanto. <laughs> der gibt, den gibt von mir. Und wir hören uns dann nächste Woche, wahrscheinlich ohne Daniel. Daniel ist auf Tour. Richtig. Wieder auf Tour. Immer wieder auf Tour. Diesmal mit? Mayan. Immer wieder auf Tour. Und dann kommt er wieder? Ich komme wieder, ja richtig. Und dann kommt er wieder. Gut, alles klar. Dann hören und sehen wir uns äh, nächste Woche. Ohne mich, aber mit jemand anderem. Und danach ist wieder Stormy Daniels-Zeit. Ja. Stormy Daniels klingt auch wie ein guter Drink. Ich hätte gerne ein Stormy Daniels. Bis nächste Woche. Tschüss.